Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde Empyreon. Wir sind hier gerade beim Looten eines abgestürzten Raumschiffs. Hatte ich nicht, als ich mich ausgelockt hatte, die Funzel an? Ich höre hier die ganze Zeit was tapsen. Muss irgendwo noch ein Spinnchen, da ist noch ein Skorpion. Rumdümpeln und einen Kick, wenn wir, ob wir hier nicht irgendwas Gutes finden. Die habe ich noch gar nicht gelootet, ne? Ja, er funktioniert hier ja nicht. Das ist 7 Days to Die. haben wir? Da gibt's da noch eine Kiste? Ob ich. Ich mache erstmal oben fertig hier. Jetzt gehen wir dem da drüben erstmal. Ja, die Skorpione und so, die kommen jetzt ein bisschen komisch. Aber da ist nichts drin. Das ist ja aber gar nichts. Auf diesen Raumschiffen, die kommen mir immer so komisch vor, weil die greifen irgendwie nicht an. Ja, wenn es alles nicht so unbedingt zu gebrauchen ist, können wir alles im Muli packen. Da ist nichts mehr. Ja, würde ich sagen, checken wir erstmal oben die andere Seite. Oh, ich hänge fest. Da ist wieder eine Spinne. Und hier, irgendwie. Die greift mich nicht an, ne? Selbst wenn man sie beschießt, keine Reaktion. Oder sie sind halt einfach, weil das hier Mond ist, sind sie träge und können nichts machen? Ich weiß es nicht. Stunde zu schlafen? Ne, das wollen wir jetzt nicht. Ist hier was Gutes drin? Was ist denn das? Ah, ein Pulsgewehr. Das können wir zumindest verkaufen. Ein Plättchen? Ne? Und noch einer. Guck mal, wie träge die sind. Der hält aber gut aus. Ah, schon mal ein bisschen Fleisch für unsere Muli-Küche mitnehmen. Mensch, ey, haut doch mal irgendwas Gutes raus, ey. So, hatte ich den schon, ja. Mittleren Schutzanzug oder irgendwas. Ja, ey, hier landet man, wenn man die Story spielt, die wir ja immer noch nicht weitergemacht haben. Da wäre dann auch der Kern. Komm, verstrahlen wir uns hier mal ein bisschen. Na, komm ich an den anderen auch ran? Schwierig. Ich habe eben wieder noch Spinnen gehört. Da komme ich nicht durch. Ich höre euch doch, wo seid ihr denn? Ja, kommt Multiwerkzeug T1, das hat doch auch einen ganz geringen Wert irgendwie, ne? Das nehme ich jetzt.
winzig wird. Da sind die Spinnen. Greift sie mich hier außen an? Auch nicht. Das sind ganz drollige Spinnen irgendwie. Macht nichts. Naja. Soll uns egal sein. Ne, haben wir noch irgendwo ein paar Spinnen? Unsere Fleischreserven noch ein bisschen aufstocken können. Ja, irgendwie nicht. Alter. Hier geht man mit dem Jetpack auch schon gleich gut ab. Ja, dann würde ich mal sagen, hier haben wir uns ja auch schon ein paar Minen angeguckt. Die sind alle, obwohl, Magnesium haben wir noch nicht gefunden. Naja, kommt, ey, wir fliegen hier nochmal so schräg durch und dann hauen wir ab. Natürlich, es sei denn, wir finden noch irgendwas Cooles. Eisenklein. Kommt wieder unser dicker, fetter Gaskumpel. Nimmt hier fast den ganzen Horizont ein. Also Magnesiummittel geht schon. Der Komet, Fragezeichen nehme ich noch mit. Ah, von den Kolonisten oder ein Wrack? Durch diesen fetten Planeten an. Ja, Kolonisten, Moon Outpost. Ziemlich kleines Ding. Können wir mal kurz gucken, ob es hier einen Händler oder so gibt. Servus Leute, jo, hier gibt es einen Händler. Ich denke mal, Funzel brauchen wir nicht. Was hast du so? Das Übliche, Luxusgüter, Drogen, Dünger und so weiter. Und das war's denn auch schon. Hier ist nochmal ein Clou. Kleines Zimmer. Irgendwo eine Anzugstation, obwohl ich mir schon so viele angeguckt habe. Ey, warte mal, ey, das gibt's doch bei euch immer umsonst, ne? Immer gleich her hier. Ne, Kühlschrank darf man auch nicht. Ja, ich muss sagen, ey, da so Richtung fetten Gossreason ab nach oben. Den hätten wir den Mond fertig. Da sind die Polaris. Dieses UCH, das würde ich mir natürlich schon ganz gerne angucken.
Eine Repair Station. Wo hast du denn so deine Parkplätze oder ein Hangar oben drauf oder was? Auf beim Eierkauf. Lässt er mich auch rein? Natürlich nicht. Die sind echt ein bisschen unfreundlich, ne? Bei der einen Station machen sie die Tür nicht auf. Das hier für Gäste? Ey, dann irgendwas hänge ich fest. Ah, hier haben wir eine Landeplattform. Sieht doch echt die Station wieder ganz nice aus. Servus! War doch irgendwie so. Eigentlich gehöre ich doch zu euch, oder? War das nicht so? Irgendwie ein bisschen schief hier alles. Besoffen, oder was? Ey, was? Ich darf hier Container plündern? Alter! Das habe ich mir bei den anderen gar nicht angeguckt. Oder passiert jetzt hier irgendwas? Kommt sicher, sicher. Knarre in die Hand. Ey, nee! Die darf man plündern! Was ist denn bei euch nicht richtig? Ihr seid ja richtig großzügig. Und rein darf ich auch. Komm, können wir auch Waffe wieder wegnehmen? Darf ich eigentlich alles plündern? Servus, ich wollte mich hier mal anmelden. Ich bin hier Gast. Ja, ich habe immer die Hoffnung, dass da mal ein mittlerer oder ein schwerer Schutzanzug drin liegt. Ich darf hier alles plündern. Geil. Leute, ihr habt gleich gar nichts mehr. Der lootende Bormix ist unterwegs. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich, weil ich ja eigentlich zu denen gehöre, ne? Was steht denn hier? Kann man nur von innen lesen. Habitation Engineering Docking Storage. Also ganz unten gibt's dann nochmal ein Storage. Oh, vielleicht finden wir da was Geiles. Damit ich gleich nicht überladen bin, mach ich glaube ich hier nach der ersten Ebene lege ich erstmal ab. Okay, hier geht's wieder raus. Aber wie gesagt, die ist auch ganz nice designt, muss ich schon sagen. Ich hab sowas halt noch gar nicht, so eine Weltraumstation. Ich werde zwar irgendwann eine Repair Station im All platzieren, aber die ist nicht von mir. Die hat mein Kumpel Mixery gebaut. Wir haben nie Probleme mit der Lieferkette. Hab ich mich jetzt einmal gedreht, oder? Irgendwie scheint es hier oben nichts mehr zu geben. Geht nur noch raus. Ja, gehen wir mal nach unten. Hier ist schon mal nichts. Wo ist es denn hier los? Alter! Jede Menge Frachtboxen. Ja, stimmt, ich wollte ja eigentlich ablegen. Naja, solange ich immer denselben Scheiß kriege, geht's ja noch. Ob die auch richtige Loot-Container haben? Das ist ja quasi dann eine richtige Goldgrube hier. Ey, Händler. Wie kann ich dir den? Gibt's mal hier irgendwelche richtig guten neuen Nachrichten? Vergiss nicht, die Lobby zu besuchen. Aha. Immer diese Luxusgüter, Drogen und so ein Scheiß. Obwohl, hier unten hat er auch gute Sachen. Ah ne, die kauft er nur. Oh, der kauft aber ziemlich viel.
die Schutzanzüge, ne, wissen wir, dass die einem richtig viel geben. Naja, diese Brücken und Matrixen, ist klar. Werdet ihr von mir natürlich niemals die nicht verkauft bekommen. Die brauche ich selber. Okay, das war der, wo wir schon dran waren. Ja, ich bin ja jetzt nicht so, ne? Also hier, Multiwerkzeug T1 könnt ihr behalten. So. Da noch was. Boah, 165 mm Raketen, das ist natürlich supi. Also ihr seid wirklich korrekt, dass das wieder Multiwerkzeug T1 kommt. Ein bisschen was müsst ihr ja auch behalten. Da ist noch ein paar Lätschen. Ja, ich denke mal, also wenn wir da auf dem Muli gleich mal noch irgendwas produzieren wollen, die ganzen Untersachen haben wir schon mal. Endlich mal ein Stromspülchen. So, habe ich jetzt halt nichts. Ich bin immer noch nicht fertig hier. Oh, sagen wir hier, 30 mm Kugel, Railgun. Das ist ja für den X-Wing gar nicht so schlecht. Ja, yeah, ist noch ein Stromspülchen. Aber jetzt muss ich echt langsam mal ablegen. Jetzt sind wir doch durch, oder? Hier drüben habe ich schon. Nein. Ah, das ist schon das erste, was ich nicht mitnehmen kann. Scheiße, hätte ich mal gleich abgelegt. So, aber dann waren wir da unten eben im Storage. Das hier ist Docking. Und dann geht's noch nach oben. Engineering und Habitation. Ja, war klar. Ich bin hier aufgepasst. Muss auf die andere Seite. Also ihr seid wirklich korrekt. Wenn ihr mal Hilfe braucht, ne, sagt nur Bescheid. Rennen. Achso, warte mal. Sowas ist immer geiler für den Kühlschrank. Genau wie die Nährlösung. Den hau ich mir, glaube ich, irgendwann zwischendurch mal rein. Ja, so ein bisschen trennen, was man so verkaufen will. Munition. So, und der Rest hier einfach rennen. Ja. Der in meinen Kühlschrank. Futter brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, Leute, ich war noch nicht fertig. Ach so, warte mal, ey. Auf der anderen Seite gibt es auch so eine Landeplattform, ne? Sind da eigentlich auch noch Paletten und so? Natürlich! Noch was. Nee, die hier war das, ne? Ja, genau. Und dann geht's hier auch noch überall munter weiter. Nee, warte mal. Kein Bock, mich damit zu belasten. So, da ist die Hangartür. Hier geht's noch runter. Und es geht weiter mit den Kisten. Wieder eine Stromspule. Sehr gut. Würde ich echt mal sagen, geil Omat, oder?
UCH kann man sich geben. Muss ich ehrlich zugeben, fliege ich jetzt jedes Mal auf jeden Fall hin. Nein, da ist wieder so ein scheiß Multiwerkzeug. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Da bin ich dann ja oben mal gespannt, wie gesagt, ob es hier auch richtig diese geilen Loot-Container gibt. So, nach da war ich auch immer noch nicht, ne? Ey, die Scheiße, ich möchte ja nicht wissen, wie viele Computer und sowas wir nachher alleine aus dieser Station geplündert haben. Ey, das sind bis jetzt mit Abstand die nettesten Leute, die ich hier getroffen habe. Ach ja, stimmt, da gab es ja auch auf der anderen Seite nichts. Ich guck dann zwar da auch nochmal rein. So, die Seite hatten wir auch noch nicht. Doch, hatte ich die? Ja. Ah ne, genau, gegenüber. Nächste Ecke. Ne, ist alles das gleiche. Hier müssten wir noch nicht gewesen sein. So, dann nochmal hier runter und dann sind wir auch in der Ebene durch. Ne, warte. Weg damit. Und wieder eine Stromspule. Ja. Ja, mag vielleicht sein, dass ich hier irgendwas übersehen habe, aber wir nehmen jetzt uns mal die nächste Ebene vor. Boah, da war die Lobby. Engineering. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall auch wieder Kisten, man sieht's schon. Ist wieder der Elevator. Komm, gehen wir jetzt mal einmal hier rum. Nehmen die ganzen blauen Kisten mit. Die hatte ich, ne? So, was haben wir hier noch? Es nimmt kein Ende mit den Kisten. Immer diese Multi-Werkzeug T1. Fluxspulen. Ah, schwere Schutztür. Da wird wahrscheinlich was Gutes hinter sein. Also muss jetzt nicht sein. Kann auch ein Weg nach draußen nur sein. Gibt's hier irgendwo einen Schalter? Meistens öffnet man die mit irgendwelchen Schaltern. Ja, jede Menge Klonkammern, hier so ein Schrank. Booster. Was hat der eigentlich für einen Wert? Naja, 450 ist nichts Dickes. Das sind die gegen Adrenalin ist das. Ja, dem mal. Alter, dem einen war wirklich nichts drin. Oh, hier ist der Kern. Ja, auch ganz schick gemacht, so ein Kernroom. Warte mal, das ist der Elevator.
Generatoren. Schwerkraftgenerator. Ja, ich glaube, hier haben wir auch alles, ne? Und das ist die letzte Ebene. Servus, grüß dich. Habt ihr hier irgendwo einen Kartenspieler? Da darf ich auch rein. Das ist hier die Kommandobrücke. Hier ist ein Schalter. Ah. Der ist gegen die Laserschranke. Für die Laserschranke. Darf ich den benutzen? Ist jetzt die Frage, ob für den Raum so eine Laserschranke unbedingt nötig gewesen wäre. Heiße Teleporter. Es dürfte ich machen. Oh, Access Public. Ich wollte es nicht sagen, ist bestimmt nur ein Zimmer. Wieder ein Schrank, wo nichts drin ist. Hey, was ist das? Hier vielleicht? Ja. Ey, obwohl, das war ein T2. Das gibt doch schon mehr, ne? Ah, fast 2000 Kröten. Das können wir ruhig mitnehmen. Pistole T2. Das ist die, die wir sowieso auch selber benutzen. Medical Clinic, Observation Launch, Station Control. Alles klar, die Treppe nehmen wir dann zum Schluss. Eieiei, wir sind gleich schon wieder full. Jetzt. Nee, ha, da hatte ich auch noch welche von am Start. Das kann nicht mehr lange dauern. Ja, das ging auch noch mal gut. Immer noch ein Plätzchen. Ah, Briefing Room, ne? Jetzt war's das aber. Gibt's auch nochmal einen Händler? Das ist bestimmt eh nur Medizinzeug, ne? Ja, bin ich ganz ehrlich. Ich mache mir jetzt erstmal hier ein bisschen Platz. Achso, ich muss erstmal Door anklicken. 2 verkaufen. Hier, komm, die kannst du auch haben. Warte, die da. Adrenalinspritzen. Ich klicke die mal an. Benutze ich eigentlich auch so gut wie nie. Komm, kannst auch 8 haben. Hauptsache, ich habe Platz in meinem Rucksack. Sonst noch Medizin, die wir loswerden könnten? Nö. Ja, danke schön. Ich habe 3 Plätze mehr. So zum Anschnacken. Nee. Hier, komm. Und unsere Magentablette. Die schieben wir ihm auch noch runter. Das sind gar keine Magentabletten mehr. Schmerztabletten sind das jetzt. Das waren doch früher, glaube ich, immer die Magentabletten, wenn ich mich richtig entsinne. Nimm mich raus!
Jetzt hier einmal herum. Ne, ich glaube, in dem Zimmer waren wir auch noch nicht. Aber doch. Händler für Food. Er kauft aber leider diese Dosen nicht. Schade, jetzt hätte ich ihm die Dose noch untergeschoben. Aber warte mal, kaufst du die? Plündern und dann verkaufen. Da, eine Waffel, ne. Komm hier, Waffel, verkaufen. Ist die Energieriegel auch? Ne, dann muss ich ehrlich zugeben, futter ich. Dose, komm, futtern wir auch. Gib mir doch mal irgendwie einen Schutzanzug in so einem Spind, ey. Der ist ja zu nice, ey. Jetzt sind wir, glaube ich, einmal rum, ne? Central Elevator war nach da. Ja, hier ging es nochmal runter. Ach ne, das ist der Elevator, ne? Ja, ich denke mal, dann haben wir's. Ja, wieder zur falschen Seite gegangen. Also echt geile Station. Also, schön Design, finde ich. Gutes Loot. Was immer gut ist. Hier mal ein bisschen Special Sachen, so ein bisschen Trend hier vom Rest. Ey, man, 42 Motoren, 53 Energiematrix, 21 Computer, super. Sehr schön, sehr schön. So, irgendein Asteroid. Alter, ey, das ist doch nochmal richtig ein Stück ran zum Gasriesen. Das gucken wir uns doch mal an, ey. So weit weg vom Schuss, wenn das mal nicht Zaskosium ist. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal zu Hause bin, werde ich nochmal versuchen, irgendwie die Hauptquest zu aktivieren. Weil ich habe die auf jeden Fall ja in der letzten Alpha nicht zu Ende gespielt. Ich habe sie zwar relativ weit gespielt, aber dann irgendwann nicht mehr weiterverfolgt. Irgendwo ein Stück weiter da rechts ist noch einer. Neodym. Na, hat man, glaube ich, erst so viel eingesackt, oder? Naja, egal.
Das hier wird denke ich mal, der letzte Gasriese sein, bevor wir in die Produktion des Orcas gehen. Dann haben wir endlich unser erstes Großraumkampfschiff. Was nicht so unbedingt tauglich ist, weil es nicht so wendig ist, um mit einem Dreadnought zu kämpfen. Dafür habe ich ja extra den Sternzerstörer gebaut. Der fliegt sich mega geil. Aber alles in Reihe. Zuerst kommt der Orca und dann kommt irgendwann mal der Sternzerstörer. Der Orca gefällt mir auch designtechnisch besser. Und ist mein eigen. Ne? Also der Sternzerstörer, ne? Ja, das ist jetzt nicht von mir kreiert. Ne? Das haben die Leute von Star Wars kreiert. Der Orca ist eine komplette Eigenkreation. Ja, bevor wir hier aus dem Sonnensystem wieder abhauen, werde ich mal einmal dann zu den Bohrern fliegen. Um mal zu glotzen, was da mittlerweile drin ist. Da unten ist noch jede Menge. Da hat man noch was. Oh, gib ihm noch was? Ist noch ein bisschen. Da klebt noch so ein kleiner Rest. Aber ich glaube, das war's. Ja, düsen wir mal zum nächsten. Warte mal. Nehmen erstmal den da. Das sind die eine UCH-Station, sind wir ja auch gar nicht reingekommen. Da konnten wir uns auch gar keine Kisten angucken. Na, schön den Booster nehmen. Komm schnell hin. Silizium, ganz ehrlich, nehme ich jetzt nicht extra mit. Nö, nö, nö. Ja. No, hier weit weg vom Schuss. Selbst hier diese Asteroiden, die so um den Mond rumschwirren, ey, wir sind voll weit weg von denen.
kommt einer. Was gab's hier nochmal alles? Ja, jede Menge. Ja, noch mal ganz kurz gucken. Bei den Raumschiffen. Wie gesagt, für diesen Mond, wo wir die Bohrer haben, würde ich gerne den Spacebus bauen. Halt, ne? Mein Spaßmobil. Ja. Der braucht ja fast gar nichts. Das haben wir alles locker am Start. So, dann wollte ich ja mal als erstes, bevor wir dann an den Orca rangehen, wollte ich erstmal ein neues kleines Raubtier, meinen Allrounder, den Hunter. Wie viel Zaskosium im Restrum gehen da drauf? Oh, 607, das ist akzeptabel. Ja, dann müssten wir uns den eigentlich locker leisten können. Naja, 4303, ja, das... Ich denk mal, das haut hin. Was? Satium. Satium. Das sack ich auf jeden Fall auch ein. Der unten klebt. Hier auf der ganzen Seite klebt nichts. Scheiß auf den Fitzel. Auch noch so ein kleines Feld. Glaube ich, hier von dem oben weiter, das ist einfacher. Du ist noch eins? Hier so ein wirklich richtig großes Feld war an dem jetzt nicht dran, bis jetzt zumindest. So, rum haben wir alles abgecast. Gibt's denn hier oben oder so noch was? Nee, können wir bei der. So, was haben wir denn? Na, wir haben richtig viel. Hm? Achso, 4000. 174 bis jetzt. Ist natürlich nicht viel. Ich glaube, wir müssen wieder so Richtung Mond, um an die nächsten ranzukommen. Mach mal. Was ist denn. Da ist noch was.
Na, da ist gleich der nächste aufgeploppt. Promethium. Bin ich auch ganz ehrlich, ich nehme jetzt nicht extra mit. Ja, leider noch kein weiterer zu sehen. Das ist ein Wrack, oder? Da ist noch einer. Das Kolium, da ist er ja. Komm hier, wenn wir das aufgeklärt haben. Zack, haben wir auch. Oh man, Destroyer. Schaut der so aus? Was? Gib mir das. Komm, gucken wir uns noch mal von außen an. Kommen wir bestimmt besser an den Rest ran, so ist es. Ey, ey, das geht ja nicht gut. Oh, jede Menge weiter. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Naja, ich gucke mir hier natürlich alle Asteroiden an, weil es könnten natürlich auch zwei Zaskosium-Asteroiden sein. Dann haben wir gleich richtig viel eingesackt. Ein Dröhnchen. So, das hätten wir auch rasiert. Ah, ich hatte eben hier rechts irgendwo auch noch was gesehen, ne? Wird nicht so? Halluzination oder was? Scheint es leider schon gewesen zu sein. Ja, wo da hängt noch ein Fitzel, ey, das Zaskosium ist, dich nehmen wir auch noch mit. So, wo war jetzt der andere? Da. Ja, es ist nochmal Silizium. Genau hier, dieses hellblaue. Nochmal hin.
Oh, auf jeden Fall ziemlich flott unterwegs, wenn man so guckt, ne, wie langsam sich da drüben der Destroyer bewegt. Aha, da ist doch nochmal ein Asteroid aufgeploppt, ne? Ja. Silizium gab es ja hier einige. Jetzt müssen wir nur nochmal Glück haben, dass wir auch damit Glück haben. Ja, die Trader, die hatten wir ja schon entdeckt, ne? Ui! Wo ist denn da jetzt passiert? Das ist der Asteroid, ne? Und dann da drüber sind noch welche, aber hier, guck mal, die sind näher dran, ne? Da geht ja nochmal richtig die Party ab. Also, das sind auf jeden Fall nochmal drei. Wie siehst du aus? Irgendwie erstmal abchecken, wo hier oben und unten bei dem Ding ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass. Warte mal. So rum ist richtig rum, oder? Ja, ja, das sieht schon so aus, als wenn das richtig rum ist. Boah, sieht cool aus. Wo das natürlich im... Das ist so eine Standardbauart, ne? Also so bauen halt unheimlich viele Leute genau ihre Raumschiffe. So, das war jetzt Titan. So, da ist noch einer. Und da ist noch einer. Da ist gerade irgendwie auch was ziemlich Schnelles vorbeigedüst. Titan war, glaube ich, so jetzt nicht unbedingt, oder? Obwohl, naja. Ach komm, wir nehmen alles mit. Wie sag ich immer so schön? Alles meins. Alles meins. Hier, yeah, Destroyer, lass mal einen Titan da. Geh lieber kämpfen. Gegen die Zyrix. Also, ich glaube, so, außer halt um Eisen und das Kosium im Rest, wollen wir uns um den Rest erstmal dann nicht so großartig kümmern. War ein super Trip hier in das Sonnensystem, kann man nicht anders sagen. Lalalala. Na, Polaris, da guckt aber. Kommt der Wormix hier vorbei und klaut euch alles. Ist natürlich ein bisschen schwerer zu programmieren, aber wäre natürlich schon geil, wenn die anderen Fraktionen auch, wenn sie halt an so einem Asteroiden dann dran sind, wenn sie das dann auch richtig abbauen würden, dass das dann auch weg ist. Weil sich dann was Neues suchen muss. Ja, scheint da drüben auf der anderen Seite wieder rauszugehen, oder? Echt mal, Polaris, könnt ihr mal euren fetten Arsch hier wegbewegen? Da ist noch Titan. Der muss ich halt so von der Seite ran. Sogar eben ein bisschen weggeflogen. So, gibt's noch was?
Warte mal, was war daheim gerade? Hab ich da was vergessen? Nee. Also, wenn ich Blindfisch nichts übersehen habe, dann ist hier alles weg. Ich heiße ihn jetzt näher dran. Der ist drei weg, der wird näher sein, oder? Ja. Der ist fünf weg. Alles klar, nehmen wir erstmal den hier. Kobalt? Wo ist das? Alter, jede Menge Laserdrohnen von den Polaris. Kolonisten Osanshu. Das ist hier Bruder von Oumuamua oder was? Kolonisten SMR Expedition? Das geht doch bestimmt hier auf der anderen Seite noch weiter, oder? Oh lala, der geizt nicht mit Kobalt. Oh, noch ein Brückchen? Brückchen? Ich, häng mal wieder an irgendwas. Haben wir denn hier noch ein Feld? Da ist noch was Fettes. Alter, oh. Oh, ein richtiger Klumpen hier an der Seite. Noch was für uns? Nope. Da geht's weiter. So richtig Trubel hier, wa? Da kann ich auch mal noch kurz in die Flasche gucken, wie spät es ist. Oh, das ist das Ende der Folge erreicht. Ich fliege aber jetzt zu dem Asteroiden. Da gucke ich noch hin. Nochmal Magnesium. Können wir uns dann in der nächsten Folge natürlich auch noch gönnen. Das geht richtig durch, wenn wir erstmal am Raketen produzieren sind. Was bist du? Nur wieder Laserdrohne Polaris. Bremsen! So, und wie gesagt, haben wir das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.